Naja, ich stehe so, wie gesagt, schon um 4:30 auf und fahre so 5:30, bin ich heute losgefahren, sonst um 6. Mir macht die Arbeit auch Spaß. So zu Hause rumsitzen, das ist nichts für mich. Putzen ist eigentlich eine niedrige Arbeit. Aber es ist schön, dass man doch gebraucht wird. Na, früh um 4 aufstehen, 4:30 losfahren. Da war ich so um 5, wie gesagt, auf der Arbeit. Dann ging das 9 Stunden. Ja, ich bin Leiharbeiter seit 1993. 17, 16 Jahre und habe leider noch keinen Job jetzt zurzeit. Arbeit ist schon sehr wichtig. Also für mich zumindest. Man hat das Gefühl, was wert zu sein. Eine richtige feste Anstellung wäre mein größter Wunsch. Wenn ich meine, dass Ungerechtigkeiten im Betrieb passieren, dann sollte ich ganz einfach mir überlegen, nicht bloß drüber zu meckern, sondern dann sollte ich aktiv werden, was tun. Würde hängt nicht alleine vom Gehalt ab. Würde hängt davon ab, was man tut, was man schafft, was man mit seinen eigenen Händen erarbeitet. Aber es ist in unserer Gesellschaft ja auch so, dass man von etwas leben muss. Es ist unwürdig, wenn man so wenig Gehalt oder Lohn bekommt, dass man davon nicht leben kann, dass man davon nicht seine Familie ernähren kann, dass man betteln muss bei Stellen, um also noch Aufstockung zu bekommen, um überhaupt also leben zu können. Man hat unterm Strich weniger raus als wie die zu Hause sind. Man geht praktisch nur arbeiten, damit man überlebt. Arbeit wird immer billiger gemacht, um daraus Profit zu schlagen. Nee, ist nicht mehr würdevoll. Auf der einen Seite habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen Mitleid. Aber auf der anderen Seite erfüllt es mich auch mit Wut, dass Menschen mehr als 8 Stunden arbeiten müssen und dann mit einem Hungerlohn nach Hause gehen müssen. Das halte ich für menschenunwürdig. Also ich sehe eher, dass es schwerer wird. Ich kann für meine Altersversorgung nichts machen. Weil da bleibt ja gar kein Geld übrig von dem, was ich kriege. Der DGB will einen Mindestlohn. Ein Mindestlohn bedeutet eine Grundlage für ein menschenwürdiges Leben. Diejenigen, die keine Arbeit haben oder wenig Lohn haben, verlieren ein Stück an Selbstwertgefühl. Leiharbeit bedeutet auch, dass in vielen Fällen Nomadentum entsteht oder in einigen Fällen sogar Sklaventum. Man kann Leiharbeit als modernen Sklavenhandel sehen, ja. Weil man als Mensch nicht so geachtet ist, wie als wenn man einen richtigen Job hat, also einen festen Job. Und als Leiharbeiter hat man immer das Gefühl, ist es morgen zu Ende, weiß man, ob es noch weiterläuft oder... Die Leiharbeit ufert aus. Deswegen kämpft der DGB und seine Gewerkschaften dafür, dass die Leiharbeit wieder geregelt wird. Wenn man nur alles hinnimmt, dann wird es immer noch schlechter werden. Da kommt immer noch eins da oben drauf, weil dann kann ich ja noch ein Stück mehr von den Mitarbeitern verlangen. Dann kann ich ja den Leiharbeitern noch weniger Urlaub geben oder kann den Leiharbeitern noch mehr Arbeitszeit aufpumpen. Es müssten mehrere Leiharbeiter in die Gewerkschaft gehen, damit die Gewerkschaft was machen kann. Dann würde ich die Hoffnung sehen, dass sich da endlich was tut. Das Problem von Leiharbeit bedeutet aber auch, dass sie in den Betrieben oft Menschen zweiter Klasse sind. Leiharbeit ist eine Art Zweiklassengesellschaft, ja. Also die Festangestellten ist sozusagen die A-Klasse und Leiharbeit ist B. Wichtig ist in unserer Gesellschaft der Zusammenhalt, die Solidarität derjenigen, die keine Arbeit haben und derjenigen, die Arbeit haben. In der Gesellschaft ist man akzeptiert, wenn man Arbeit hat. Wir erleben es gerade bei vielen Arbeitslosen, dass sie einfach nicht so akzeptiert werden. Ohne Arbeit ist man nicht Bestandteil dieser Gesellschaft. Arbeit bedeutet Würde für den Menschen. Arbeit bedeutet aber auch am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen zu können.